Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Subnautica. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge dieses wunderschöne Häuschen gebaut. Ich weiß nicht, Häuschen oder, keine Ahnung, Unterstand oder einfach Tauchdock. Jawohl. Für unsere Seemotte. Jawohl. Und wir wollten heute in dieser Folge da... Warte mal, wo wollten wir hin? Ja, ja, das machen wir gleich. Ich glaube, wir wollten in diese Richtung, ne? Aurora-Treffpunkt wollten wir, glaube ich, hin. In dieser Folge. Und das werden wir dann auch gleich mal machen. Ich gucke gerade mal, ob hier irgendwas... Jemand schreibt in die Kommentare, ich soll mir die Aurora noch mal ein bisschen genauer von außen angucken. Ich weiß, dass es das hier gibt, das kennen wir ja schon. Ne, Erweiterungsmodul, aber uns fehlt halt noch... Uns fehlt halt noch der Erweiterungstisch. Den haben wir halt noch nicht. Den kann man dann wohl hier in dieses Tauchdock implementieren, also bauen. Aber wir haben den halt tatsächlich leider noch nicht. Und naja, mehr braucht man. Ja, mehr braucht man eigentlich dann jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, wir. Was ist das da hinten? Was ist denn das? Okay, huch! Oh. Okay, boah, das sieht so geil aus, ne, mit diesem Glas. Boah, das sieht total nice aus. Okay, pass auf, wir brauchen ein bisschen Nahrung, wir brauchen ein bisschen Versorgung für unterwegs. Wasser, Nahrung, wir brauchen Nahrung und Wasser. Ganz dringend, beziehungsweise Nahrung brauchen wir für unterwegs nicht mitnehmen. Wir haben unsere Thermalklinge, aber wir bräuchten halt Wasser. Haben wir noch Wasser? Achso, warte, hier. Haben wir noch Wasser? Yo. Haben wir. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Ich nehme die Fische hier auch mal mit. Die können wir uns gerade mal schnell brutzeln und können die jetzt einfach so schnell wegsnacken. Dann haben wir die nämlich aus der Kiste draußen. Hier, zack. Einmal den. Dann einmal den. Und zweimal, glaube ich, den. Jawohl. Nice. Zack. Sehr geil. Okay, wir tun uns die gerade mal hier... Sehr gut. Zu Gemüte führen. Zwei Wasserflaschen noch hinterher. Drei... Ich würde gern vier mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, ich würde gern vier mitnehmen. Batterien brauchen wir nicht so viele. Tatsächlich. Wir brauchen eine für unsere Taschenlampe. Dann können wir eine wieder hier reinpacken zum Aufladen. Wir brauchen... Für den Laserschneider brauchen wir, glaube ich, keine, aber vielleicht den Scanner könnten wir nochmal austauschen. Beziehungsweise wir können die auch einfach komplett austauschen, die ganzen Batterien, alles. Auch hier von der... Okay, warte mal, ich muss mein Mausrad mal eben... Ist das der Knopf gewesen? Ja. Sag mal, hier von der Seemotte, von diesem Fahrding hier, können wir mal austauschen. Dann nehmen wir die hier noch raus und setzen die hier zum Aufladen rein. Wunderbar. Und die restlichen Batterien können wir mal, theoretisch gesehen, zum Aufladen irgendwo hinpacken. Beziehungsweise, haben wir nicht so eine sonstiges Kiste? Misk. Miskgeburt. Ich finde das lustig. So, hier, pass auf, packen wir hier rein. Energiezelle nehmen wir mit, Quarz nehmen wir nicht mit, das können wir gleich noch rauspacken. Die diesen Nährstoffblock können wir zur Not mal mitnehmen, falls wir ihn brauchen. Ich habe heute übrigens keine Brille auf, die habe ich unten jetzt vergessen, aber ist egal. Das dürfte auch ohne Brille heute mal funktionieren, auch wenn es bei euch wahrscheinlich super ungewohnt aussieht. Quarz packen wir hier rein. Wasser haben wir dabei. Ein bisschen Inventarplatz haben wir auch dabei. Das ist in Ordnung. Ich überlege, ob wir die zweite Tauchflasche mitnehmen sollten. Eigentlich total sinnlos, ne? Genauso wie das Konstruktionswerkzeug. Das brauchen wir eigentlich auch nicht dabei. Reparaturwerkzeug nehmen wir mit, falls wir die Motte reparieren müssen. Das Medikit pfeifen wir uns rein. Eins nehmen wir wieder mit. Joa, und ansonsten, glaube ich, können wir so losziehen. Wie gesagt, Thermalklinge haben wir, glaube ich, dabei, ne? Perfekt. Packe ich mal hier unten rein. Naja, dann zwiebeln wir mal los, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal gucken. Treffpunkt der Aurora. Ich feiere das immer noch so sehr, ne? Meine Fresse, ist das geil. Erinnert mich übelst an Bioshock. So, ich habe schon überlegt, ob wir... Toll. Ich habe schon überlegt, ob wir die gesamte Basis aus diesen Glasdingern machen. Das Problem ist, wir müssen zwischendrin die normalen machen, weil... A, wegen Verstärkung und B, wahrscheinlich können wir an diese Glasdinger hier auch keine Behälter oder sowas machen. Aber vielleicht ändert sich ja alles, wenn wir endlich den... Welcome
den Mehrzweckraum bekommen. Mit dem Mehrzweckraum könnte sich einiges ändern. So, und dann fahren wir mal los. Und gucken mal, Aurora-Treffpunkt trockenes Land. Also trockenes Land bedeutet wohl, dass man dort... Also, dass wir dort halt an Land sind, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Trockenes Land hört sich für mich so an, als wäre das... Als wäre das trockenes Land tatsächlich. Also als wären wir halt an Land und nicht im Wasser. Was bei so einem Treffpunkt für menschliche Wesen ja auch irgendwie sinnvoll ist. Ich hätte noch eine Signalboje vielleicht mitnehmen können. Das hätten wir machen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm gewesen, wenn wir die... Oh, hier sieht's ja geil aus. Ist ja schon grün. Ach, toll. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm gewesen, wenn wir eine Signalboje mitgenommen hätten, dass, falls wir irgendwas Cooles sehen, dass wir das hätten markieren können, aber... Ja, es ist auch egal. Hilfe! Bitte nicht angreifen, danke. Sieht schon sehr nice aus hier, ne? Hier geht's sehr weit nach unten. Ich meine, ein bisschen nach unten können wir ja, bis 200 Meter. Hier geht's auf jeden Fall weiter runter als 200 Meter. Ziemlich heftig. Entschuldigung! Jo! Alter, hat der viel Schaden gemacht. Ey, wir hatten 100%, der hat 87, haben wir jetzt nur noch. 13 Schadenspunkte, ernsthaft? Ernsthaft? Okay, wir blicken einfach gerade ins Nichts. Hier ist einfach nichts. Da kommt jetzt irgendwas. Ah ja. Okay. Das ist eine Insel, ne? Oh, wow. Guck mal. Das sieht ja geil aus. Ich hoffe, wenn wir jetzt unsere Seemotte hier irgendwo parken, dass sie nicht abhaut oder so. Können wir hier irgendwo andocken? Frage ich mich gerade. Und warum sieht das von unten? Das sieht ja krass aus. Geil. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwo so wie so eine Art Strand finden. Dass wir hier auch irgendwie... Wow. Dass wir hier auch irgendwie an Land kommen, weil... Sieht für mich jetzt im ersten Moment nicht danach aus. Mal gleich mal gucken, ob man vielleicht von unten irgendwie durch eine Höhle oder sowas reinkommt. Was sind das hier für komische... Komische Dinger, das wüsste ich gerne. Ich überlege gerade, ob wir rausgehen und die scannen sollen, aber ich habe Angst, dass sie uns angreifen. Ich weiß auch nicht. Da geht's nach Hause übrigens. Das heißt, wir sind jetzt einmal drumherum geschwommen. So, hier vielleicht... Ah, guck mal. Da ist so eine Art Bucht. Sehr gut. Wollen wir nochmal gucken, wie weit wir mit unserer Seemotte da dran kommen, bis wir anditschen. Hier wird wahrscheinlich schon eng, ne? Ne, geht. Geht. Ich hoffe, das Ding bleibt. Ansonsten... Ja, keine Ahnung, müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. So! Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Ja. Sieht schon ziemlich interessant hier aus. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass hier nichts ist, was uns angreifen möchte. Das wäre ganz fantastisch. Ich nehme mal den Scanner in die Hand. Und dann gucken wir mal, was hier so ist. Kommt mir gerade ein bisschen so vor wie bei... Da vorne springt irgendwas. Ach, das sind wieder diese komischen Viecher. Kommt mir so ein bisschen so vor wie bei Raft. Wenn man da auf eine neue Insel gekommen ist. Das war auch immer ziemlich cool. Hey, na? Und die hier nehme ich immer an Headcrabs. Sag mal. Okay, die trifft man so beschissen, ne? Viecher. Geil. Okay, aber mit der Thermalklinge gehen die richtig schnell down. Das finde ich ziemlich nice, dass sie so schnell sterben. Finde ich gut. So, wir haben hier einen Orangenpilz. Der wird direkt mal gescannt. Orangen sind geil. Einheimische Lebensform Organpilz. Okay. Okay, okay, okay. Drücke F1, um Screenshot zu machen. Okay. Gefleckter Klapper. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Wir scannen das mal. Oh, warte. So. Einmal gescannt. Gute Moje. Gefleckter Kapper.
Ach, Klapper. Nicht Kappa. Hier haben wir noch einen Voxelstrauch. Auch geil. Können wir ebenfalls mitnehmen. Aber erstmal nice to know, dass es die hier gibt. Wir müssen das ja nicht gleich mitnehmen. Ich will nicht, dass das Inventar gleich wieder so voll ist. Weil wer weiß, was man hier noch so findet. Sieht ja schon irgendwie interessant hier aus. Wie gesagt, ich habe nur Angst, dass uns hier gleich irgendwas angreift und wir nichts dagegen tun können. Aber schauen wir einfach mal. Ich finde es übrigens super interessant, bei einem Spiel wie Subnautica plötzlich hier an der Erdoberfläche rumzulaufen. Da oben ist irgendwas Großes. Hier auf einmal an der Erdoberfläche rumzulaufen, ne? Ich finde das super interessant irgendwie, ich weiß auch nicht. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, da fliegt irgendwas. Ach, ganz da oben. Weil man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, so das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ganz komisch irgendwie. Hier haben wir noch eine pinke Kappe, aber die können wir nicht scannen, okay. Und die Insel ist auch tatsächlich nicht klein. Also ist schon ziemlich groß. Oh. Ist schon ziemlich groß. Wie gesagt, da oben auf dem Berg ist irgendwas Großes. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Alien-Technologie. Da unten ist Wasser. Sehr interessant. Was ist das da vorne? Ist das die Aurora? Hier geht's auch ein bisschen weiter nach unten. Ist das die Aurora da vorne? Oh ja, ist die Aurora. Boah, sieht aber schon sehr geil aus, ne? Von hier. Boah, das sieht cool aus. Ach, hier hätten wir auch an Land gekonnt übrigens. Naja. Bastjo. Das Bastjo, gell? Wir sind hier ganz glücklich hier oben. Okay, was ist da hinten? Bewegt sich da was? Ne, das ist nur Gras, glaube ich, ne? Okay, 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 okay. Boah, die Aurora sieht geil aus da hinten. Boah, ich feiere das. Das sieht aus wie so ein Schiff von Star Wars oder sowas. Oh, was ist das? Eine Ming-Pflanze. Ming, 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 Ming. So, auch einmal gescannt. Wunderbar. Da sind noch mehr von diesen Ming-Pflanzen. Oh, Ming-Pflanze. Wolltest du meine Ming-Pflanze sehen? Wir laufen jetzt erstmal einmal quer über die Insel und dann gehen wir gleich mal nach da oben und gucken mal. Da ist noch ein Pilz. Das ist eine pinke Kappe. Okay. Pilze. Pilze, Larvenkorb. Ah, okay, warte. Auch hier einmal gescannt. Einheimische Lebensform, wunderbar. Hier drüben ist auch nochmal ein fetter Berg. Oh, guck mal da unten. Blumenkästen, aber warum sind hier Blumenkästen? Außenbeetkasten. Scannen. Bauplan, Außenbeetkasten. Kleine Marmormelone. Ich weiß nicht. Wir haben die jetzt mitgenommen. Ich weiß nicht. Nahrung 11, H2O plus 2. Kleine fremde Frucht, essbar. Oh, okay, das ist geil. Oh, plus 14 und plus 12. Geil, warte mal, essen wir direkt. Nice. Fett stabilized, Alter. Voxelstrauchsamen, die können wir mitnehmen, die können wir anpflanzen dann, das ist eigentlich nice. Cool. Oh, hier ist noch mehr, guck mal. Chinesische Kartoffelpflanze. Alter, voll geil. Wir können uns richtig heißen Scheiß zu Hause machen. Was ist das? Gott, sind die groß. Winterhartes Gemüse. Ah, okay, die kann man aber nur essen, ne? Die können wir nur essen, die können wir nicht einpflanzen. Kleine Marmormelone haben wir hier noch. Da sind noch mehr von diesen chinesischen Kartoffelpflanzen. Ich hoffe, ich nehme das jetzt hier keinem weg. Auf der anderen Seite kann es mir halt auch eigentlich egal sein. Nachher kommen wir zurück zur Base und dann hat uns da auch jemand bestohlen. Toll. Okay. Oh Gott, ich muss husten. Hier geht ein kleiner Weg nach drüben. Bitte nicht einstürzen. Hier geht es sehr tief nach unten. Bitte nicht einstürzen, bitte nicht einstürzen. Danke, danke, danke. Und da drüben auf dem Berg, da oben, ist auch wieder irgendwas. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass man hier irgend so eine komische Tafel oder irgendwas braucht. Also die wir halt nicht dabei haben, diese Tafeln. Oh, was ist das? Knollenbaum. Können wir aber nicht scannen, komischerweise. Okay. Okay, okay. Was hängt da runter? Sind das Lilien? Ja, scheinbar. Ist einfach nur Deko oder so.
Okay, hier geht's nach oben. Ich würde gerne nach oben. Ich würde gerne den Berg nach oben. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil tatsächlich da oben auch irgendwas war. Okay, ich höre komische Dinge. Ich nehme meine Klinge in die Hand. Das hört sich komisch an. Vielleicht soll das aber auch einfach nur Audioeffekt sein. Wie gesagt, da drüben ist auch noch irgendwas. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Ding da oben zu tun. Ich bin mit meiner Thermalklinge auf jeden Fall bereit. Falls mich irgendwas angreifen möchte. Hua. 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 Wer baut denn seine scheiß Dingens? Wer baut denn seine scheiß Base bitte da oben hin? Wer macht denn sowas? Wer ist denn so blöd und sagt, yo? Ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Eine Base hier oben hinzubauen. Das macht doch keiner. Jetzt mal ehrlich. So. Da sind wir. Hallo? Ist hier irgendjemand? Okay, können wir scannen? Machen wir. Komposit-Pflanzentopf. Pflanzentopf? Können wir den mitnehmen? Ach nee, den haben wir noch nicht gescannt. Moment, Moment, Moment. Den müssen wir scannen. Baupläne, Pflanzen, Kästen und Töpfe. Geil. Okay, das sieht... irgendwie schwierig aus hier. Ich habe Angst, dass hier irgendwas zusammenklappt, ne? Zurückgelassenes PDA. Wir können hier noch irgendwas scannen. Observatorium können wir hier scannen. Ah, okay, warte mal. Boah, können wir das etwa dann auch bauen, oder was? Das wäre natürlich richtig nice. Ja, Mann. Das ist ja geil. Boah, dann können wir auch so ein Ding bauen. Voll nice. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials. Nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Okay. Na, das klingt ja nicht so positiv jetzt irgendwie, ne? Das klingt nicht so positiv. Ist auf jeden Fall dunkel jetzt. Boah, eine Helmlampe oder so wäre halt geil, ne? Eine Helmlampe wäre halt richtig nice. Hier ist es halt jetzt arschdunkel. Wir gucken uns gerade mal hier außen rum. Das Observatorium ist geil. Boah, das würde ich am liebsten direkt bauen. Oh, warte. Hier war gerade noch was. Ah, die Tür. Nee. Hä? Shot? Was ist das? Ach, das ist diese Tür. Doch, 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 doch. Das ist die Tür. Diese Art Bunkertür. Geil. Okay. New Blueprint acquired. Das ähnelt auf jeden Fall unserer Base. Hier alles so ein bisschen. Wow. Oh, dieser Planet, ne? Das sieht so krass aus. So, das sieht wirklich aus, als ob der bald runterfällt einfach. Was schon mal gut zu wissen ist, hier gibt es keine anderen Lebensformen. Das ist sehr beruhigend irgendwie. Das heißt, hier dürfte uns auch sonst, also außer diesen Krabben, diesen komischen Viechern, nichts weiteres angreifen. Wir gehen jetzt mal... Wow. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite rüber. Weil da war ja noch so eine, so ein Hügel quasi, wo es hoch zu den... zu so einem weiteren Ding kommt. Ich weiß nicht, wie sehr man hier Fallschaden bekommt. Sonst würde ich hier auch einfach runterjumpen, aber... weiß ich nicht. Was ist das da unten? Oh, hier ist noch mehr. Okay, da unten sind noch wieder Viecher, die uns angreifen, tatsächlich. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass es hier jetzt dunkel ist.
Ah, das ist wieder. Oh Gott. Nein, 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 nein. Au. Toll. So, wo bist du? Komm ran. Ich hab dich doch gehört. Ah. Stehen geblieben. So. So, hier sind noch mehr, glaube ich, ne? Boah, hier sind wieder, glaube ich, viele Sachen zu scannen. Geil. Okay, wo sind denn noch von diesen komischen Viechern? Hallo? Kommt raus, ihr Lümmels. Was ist das? Können wir scannen? Lebende Wand. Bitte was? Oh, da kommt so ein Vieh. Toll. Hallo? Sag mal. Okay, sind noch zwei da unten. Kommst du jetzt mal bitte her? Hä, du lebst ja noch. Sag mal. Ich habe meine Taschenlampe ausgemacht und ich weiß nicht mehr, wie ich sie anbekomme. Wie macht man die Tasche? Ah, mit rechter Maustaste, okay. Irgendwas ist hier noch zum Scannen? Hä? Sag mal. Okay, lebende Wand ist cool. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber hier war doch gerade noch... Hier, 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 hier. Ach, das Gebäude hier, oder was? Alter! Hm? Mehrzweckraum! Reicht das schon für den Bauplan? Ich glaube, eins von zwei hatten wir, ne? Ja! Geil! Großer Raum, neuer Bauplan verfügbar. Baby. Raumtrenner können wir jetzt auch bauen. Alter, guck mal. Plus Stahlbrachen brauchen wir dafür. Große Glaskuppel können wir jetzt bauen. Mehrzweckraumglaskuppel. Große Glaskuppel. Leck mich am Arsch. Wir können einen Mehrzweckraum bauen, Alter. I'm so happy, happy, happy. Geil. Boah, wie nice. Können wir hier? Ach, da kann man gar nicht rein. Achso, lul. Diese Tür, die können wir aber, glaube ich, schon bauen. Ja, der ist da unten noch am Rumwobbeln, aber ganz ehrlich, I don't give a shit about him. Können wir irgendwas scannen? Leiter benutzen können wir hier nur. Okay, machen wir das mal. Da unten. Hä? Haben wir uns jetzt einfach runtergeportet? Chief's Log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Meda, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Meda salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Meda. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive. As comfortably as possible, until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months, or even years. Hm. Paul Torger als ausgesetzt. Ja, und wir wissen halt nicht, wurde der jetzt gefunden? Wurden die gerettet? Keiner weiß das so richtig irgendwie. Oh geil, da ist eine Batterie drin, cool. GG. Zurückgelassen ist PDA. Integrating new PDA data. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? You know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants.
interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here, neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Haben die ernsthaft darüber nachgedacht? Haben die ernsthaft darüber nachgedacht, den Jungen zu essen? Oder zumindest sie, also die Frau? Ich meine, der Papa ja nicht so, aber die Frau, hat die ernsthaft darüber nachgedacht, den Jungen zu essen? Okay, okay, das ist ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Taschenlampe können wir übrigens ausmachen. Wir haben wieder Tageslicht. Das ist ein bisschen bedenklich, möchte ich sagen. Bedenklich. Oh, warte mal, wie kommt man denn hier in den Raum rein? Da sind nämlich auch noch ein paar Sachen, wo man scannen könnte. Oben ist auch noch ein bisschen was. Hier, ach, hier kommen wir rein. Okay, cool. Eine violette Tafel und noch ein PDA. Achtung, wird wieder laut. Integrating new PDA data. Jo. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Hm. Naja, ich meine, diese Platten haben wir ja auch schon auf dieser anderen Insel gefunden und auch schon eingesetzt, ne? Also, oh, warte. Scheinwerfer. Ja, Mann. Auch der ist geil. Nice. Bauplan Scheinwerfer. Geil. Okay, wir finden hier echt geilen Scheiß, muss ich sagen. Okay, hier geht's wieder nach unten. Sonst ist hier, glaube ich, so auf den ersten Blick erstmal nichts. Aber wir finden hier echt schon nice Kram, muss ich sagen. Hier haben wir noch mehr von diesen Marmolonen. Die können wir uns mal reinpfeifen eigentlich, ne? Hier, zack, warte mal, wo sind die? Das sind die, glaube ich, ne? 14, 14, pam. Ja, die können wir wegschmeißen. Die können wir dann nicht mehr essen, aber dann saufen wir uns noch ein Wasserchen hinterher. Und schon sind wir wieder voll. Geil. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Aber wir haben viel Infos bekommen, wir haben viel Stuff bekommen, den wir... Oh, warte mal, Laternenbaum. Viel Stuff gefunden, den wir... Laternenfrucht. Den wir zu Hause verwenden können. Laternenfrucht, essbar. Ja, die verrotten sowieso wieder. Aber auch nice, ne? Also, wir können uns jetzt zu Hause Beete theoretisch gesehen anlegen. Hier führt auch noch so ein leichter Pfad vorbei, da gehen wir auch nochmal kurz lang. Gucken, wo der uns hinführt. Ja, wir können zu Hause Beete anlegen. Was schon ziemlich nice ist. Oh ja, diese Felsformation hier, geil. Und was auch gleichzeitig bedeutet, wir können Mehrzweckräume bauen. Wir können großen Raum bauen, auch super interessant. Ach, wir sind wieder am Anfang hier. Aber ich würde gerne noch trotzdem da oben hin. Gucken wir, ob wir da so einfach... Wow, hä? Was war das denn? Ob wir da so einfach hochstolzieren können. Wahrscheinlich gibt es hier einen Weg, einen vorgegebenen. Aber... Oh mein Gott, was ist das? Ja. Toll. Das war jetzt nicht so geplant irgendwie. Oh, hier geht's wieder raus. Okay, cool. Höhlensystem gefallen, für immer verschollen. Nice, Spiel durchgespielt. Geil. Oh, da drüben ist das andere Ding, wo wir waren. Kommen wir hier? Nein! Boah. Okay, hier so hochjumpen ist, glaube ich, nicht so cool. Wir sollten uns vielleicht einen Weg suchen. Ich versuche hier erstmal wieder runterzukommen. Und dann suchen wir uns mal von vorne einen Weg, weil einfach so da hochjumpen ist, glaube ich, nicht so die allerbeste Idee. Da geht's nicht weiter. Hier geht's nach drinnen. Ich glaube, da sind wir gerade runtergefallen, ne? Ist das nicht hier die Ecke, wo wir gerade runtergefallen sind? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal
In der nächsten Folge, wie wir da nach oben kommen. Ich meine, bis hierhin kommen wir, aber weiter halt nicht. Oder? Nö. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil der so... Das ist, als würde der sich so abjumpen. Nee, wir gehen hier nicht hoch. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ich habe keinen Bock zu sterben, weil wir hier runterfallen irgendwie. Das wäre dumm. Nee, wir gucken einfach mal. Nächste Folge suchen wir uns einen Weg, um da hochzukommen. Ich weiß nicht, was es da noch so gibt. Auf jeden Fall ist da auch noch so eine Kuppel wieder drüben. Da werden wir bestimmt noch was Cooles finden. Und dann schauen wir mal, ob es auf dieser Insel noch irgendwas Tolles gibt. Fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben jede Menge neue Baupläne. Ich bin so happy. Wir können einen großen Raum bauen, wir können jetzt dieses Observatorium bauen, wir können Mehrzweckraum bauen. Boah, das ist voll geil. Das ist voll geil. Wir haben einen Außenbeetkasten, wir haben einen Scheinwerfer. Boah, das ist schon geil, ne? Wir haben eine Raumtrennertür einfach, einen Shot haben wir jetzt. Versteckt die Strukturen, verhindert das Eindringen von Wasser. Wir können eine Leiter bauen. Boah, ist das geil. Kompositpflanzentopf haben wir jetzt auch. Ja, das ist schon alles ziemlich nice. Das ist alles schon ziemlich nice und das werden wir... Lebende Wand ist auch hübsch eigentlich, ne? Rein dekorativ. Ja, wir können jede Menge neuen Stuff bauen und ich bin gespannt, ob wir hier auf der Insel noch was finden. Ansonsten bedanke ich mich fürs Erste, fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Morgen, 18 Uhr geht's weiter und dann suchen wir die Insel noch ein bisschen ab. Da oben, wie gesagt, sollte eigentlich auch noch sowas wie da sein und vielleicht finden wir da ja auch noch ein, zwei Sachen, die wir scannen können oder ein bisschen mehr über Stuff, um hier mehr über diese Geschichte zu erfahren. Jawohl. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.